Hallo, ich bin Carsten in Olfen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Also ich bin heute am südlichen Rand des Münsterlandes unterwegs, kann man sagen. Und zwar laufe ich heute von Olfen nach Asen und wieder zurück. Ich habe mir mal heute eine etwas flachere Tour rausgesucht. Ich denke mal, zum größten Teil geht der Weg auch über freie Felder und zum Teil auch am Wasser entlang. Ich bin gespannt. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mit. Ja, es sieht so aus, als wäre diesen Weg hier schon lange niemand mehr gegangen. Ja, das ist natürlich die Gefahr, wenn man einen Weg geht, den irgendeine fremde Person erstellt hat, kein offizieller Weg ist. Also hier war vielleicht mal ein Weg, es ist noch grob zu erkennen, aber der ist jetzt so mit Brombeeren zugewachsen. Es ist schon schwierig hier durchzukommen. Nachdem ich jetzt durch den Wald die ganze Zeit der Lippe gefolgt bin, bin ich jetzt endlich mal direkt an ihrem Ufer. So, und kurz vor Asen wird dann die Lippe überquert. Da hinten ist Mittelaltermarkt. Sieht so aus, als hätte der Wetterbericht recht, weil die erzählten gestern was von morgens schön, aber nur früh morgens. Und dann soll der Regen kommen. Aber jetzt zieht sich das hier langsam zu und Wind kommt auf. Aber egal. Ich habe einen Poncho bei, macht nichts. Ja, ich bin jetzt hier am Wesel-Datteln-Kanal angekommen. Irgendwie kann sich das Wetter nicht entscheiden. Seit einer halben Stunde ziehe ich den Poncho an und wieder aus und wieder an und wieder aus. Ja, die Schleuse Datteln bildet dann auch das Ende des Wesel-Datteln-Kanals und dann oberhalb der Schleuse geht es dann über in den Dortmund-Ems-Kanal. Ja, wir sind jetzt hier an der sogenannten Alten Fahrt. Das ist ein toter Kanalarm. Hier gibt es keine Schifffahrt mehr. Und dementsprechend werden hier die Ränder des Kanals auch nicht mehr weiter gepflegt. Das heißt, man lässt den Ufersaum quasi wieder verwildern.
soll sich hier alles wieder renaturieren. Allerdings kann man ja immer noch schön am Rand entlang spazieren. Ich finde, der Weg hier an der alten Fahrt entlang schon ganz schön. Es geht zwar die ganze Zeit nur geradeaus, aber überall am Ufer gibt es dann mal wieder was Neues zu entdecken. Und dies hier ist eine Brücke. Und zwar ist es nicht die Brücke über den Kanal, sondern der Kanal überbrückt hier unten eine Straße. Jetzt hatte ich ja gesagt, der Kanal überbrückt eine Straße. Das ist aber nicht wahr, denn in Wirklichkeit überbrückt der Kanal hier einen Fluss, und zwar die Lippe. Also hier oben der Kanal und da unten die Lippe. Ja, 1892 bis 94 wurde hier diese Brücke gebaut. Und wenn man bedenkt, dass ein Liter Wasser ungefähr ein Kilo wiegt, könnt ihr euch vorstellen, was hier an Gewicht drin schwimmt. Mein lieber Scholli, da fällt mir mal gerade so ein, also auf einer Tour gleichzeitig, oder nicht mehr, nicht gleichzeitig, aber auch auf einer Tour an vier Gewässern wandern, das habe ich auch noch nicht oft gehabt. Also ich hatte zuerst die Lippe, dann den Wesel-Dattel-Kanal, dann den Dortmund-Ems-Kanal und jetzt hier die alte Fahrt. Ja, jetzt wird es wieder mächtig dunkel, aber zum Glück bin ich gleich am Auto wieder zurück, kann den Parkplatz schon sehen. Ja, war eine schöne Tour irgendwie, waren zwar keine Berge, nicht viel Aussicht, aber dann doch mal eine andere Tour. Viel Wind, viel Regen, viel Wasser herumherum. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.